So viel Regen auf jeden Fall auf unserer Frankreich-Durchreise. Tag 3 mittlerweile. Wo wir sind, was so läuft, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Morgens früh, Blick auf den See. Ja, schöner kann es doch gar nicht sein. Dort unten Einzelkämpfer hinten, ein Schwan, der sich irgendwas reinzieht. Ich weiß gar nicht, was machen denn Schwäne eigentlich? Die ziehen sich irgendein Zeug rein. Ich sag mal so, hier Sonnenschein, 30 Grad, was wahrscheinlich im Sommer hier Standard ist. Ich weiß nicht, wir sind hier auf dem Campingplatz oder beziehungsweise damaligen Campingplatz, was heute nur noch ein Stellplatz ist. Und vielleicht ist das Ganze hier auch so eine Art, ja, Freibad vielleicht, gleichzeitig mit einem Campingplatz. Also hier vom, ja, wie soll ich ihn jetzt nennen, Stellplatz, es ist ja kein Campingplatz, hat man direkten Zugang hierhin auf jeden Fall. Und hier seht ihr zum Beispiel auch eine Runde. Da kann man hier eine prima Runde mit der Hunde machen, auf jeden Fall. Und hier vorne, das Tor ist offen, wir stehen auch schon hier vorne. Und ja, man sieht es oben. Der blaue Himmel, er kommt. Wir sind guter Dinge. Es kommt immer wieder die Sonne raus. Wir steigen weiter ab Richtung Süden. Und das tut auf jeden Fall richtig gut. Es sind auch schon einige hier tatsächlich vom Hof gekommen. Ich zeige euch das Ganze mal. Also hier vorne stehen wir. Gestern hat sogar an der Tür geklopft eine Zuschauerin. Schöne Grüße nach Berlin, beziehungsweise die verbringen auch den Winter im Süden. Also es ist unglaublich, dass wir noch mal das Glück haben, auf jeden Fall dieses Jahr im Süden, ja, so schön die Zeit zu verbringen. Und ja, ihr seht, also das Potenzial hier ist riesig. Also hier können ganz, ganz viele Camper können sich hier einfinden. Wir hatten gestern noch einen Stellplatz gefunden. Der war grün, also kostenlos. Da haben wir uns gedacht, boah, da hauen wir uns hin. Hatten dann aber zwei Kommentare gelesen und dachten uns, nee, komm, das machen wir nicht. Wir haben sogar einen, ja, nicht einen Rasenplatz, einen asphaltierten Platz oder, ja, wie nennt man diese Steinchen auf jeden Fall, haben wir gefunden. Da ist eigentlich ein roter Kreis mit einem Strich drunter. Hätten wir hier stehen dürfen, aber es sind immer mal wieder so Parzellen. Und ich habe euch ja gestern schon gesagt, ich hatte hier ein Riesenproblem. Und mein Problem war einfach das Stromproblem. Also hier gibt es kostenlos auf diesem Stellplatz, gibt es Strom. Ihr seht, ich musste schon mit dem blauen Kabel, dann habe ich nochmal so ein kleines Schuko-Kabel, sage ich mal. Und dann noch meine 50 Meter, sind es 50 Meter? Es sind tatsächlich nur 40 Meter, das wusste ich auch noch. Musste ich bis da hinten zur Station gehen, also einen riesenweiten Weg. Obwohl ja hier vorne, aber da seht ihr, die zwei sind belegt, der ist tot. Der ist tot, also kein Strom drauf, nicht tot. Und da vorne, der würde wieder funktionieren. Ich habe das Kabel bis dahin gelegt. Es war alles dunkel, ihr seht, schlammig. Das will man alles nicht machen. Deswegen habe ich es dann irgendwie geschafft, also wirklich mit dem letzten Meter bis da vorne hinzukommen. Noch Plastiktüte drum und so weiter. Also ein Riesenakt. Ja, da vorne seht ihr die Schranken. Ich will jetzt auch gar nicht so weit gehen. Wir wollen ja gleich schon wieder losfahren. Der Platz hier hat 13,87 Euro, wenn ich mich nicht vertue, gekostet. Und man musste eine Karte vorher noch holen. Man kommt hier nur mit so einer Karte drauf. Die habe ich jetzt im Wohnmobil. Die zeige ich euch jetzt gleich noch mal ganz kurz. Und dafür zahlt man einmalig 5 Euro für diese Karte. Kann sich immer wieder Geld draufladen. Und kann dann in mehreren Plätzen in Frankreich auf jeden Fall andocken. Was auf jeden Fall sehr interessant ist. Deswegen gehe ich hier mal gerade rein. Hier drin ist auf jeden Fall Programm. Und da zeige ich euch noch mal ganz kurz die Karte. Die Karte,
Ja, der Mian, der spielt hier auf jeden Fall. Das, der ganze Boden ist ausgelegt. Ja, der hat eine richtig schöne Strecke hier gebaut. Ich komme gleich rein, Mian. Ja, und dann muss man sich diese Karte holen. Damit kann man auf mehreren Plätzen auf jeden Fall drauf. Eine Camping-Car-Parkkarte. Ja, die haben wir jetzt irgendwie, ob wir die nochmal brauchen. Ich packe sie mir auf jeden Fall mal weg. Ich würde sagen, ich komme hier in die nächsten Züge. Und wenn ich das schon sehe, Leute, da blutet mir das Herz. Ich bräuchte eigentlich Zeit, aber das ist natürlich, wenn es regnet. Wir waren auch schon schön duschen. Mops hat den Lappen hier draußen, der ist gerade schon hingefallen. Das hasse ich wie die Pest, weil ich dann immer wieder hier so ein paar Schmutzteile verfange. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Ja, Akrobatik. So sieht das aus, wenn der Elo alleine das Wasser befüllt. Man sehe wieder seine schöne Schlappen-Wollsocken-Konstruktion. Da spritzt es gleichzeitig raus. So ein bisschen, jetzt gleich hast du vielleicht nasse Füße. Ja. Hier überall ist nass. Ja, man versucht ja immer, dass nichts auf den Boden kommt oder sowas. Genau. Deswegen habe ich mit Mops auch gesagt, komm mal raus. Vor allem, ich habe hier mein neues Teil hier, dieses. Das habe ich mir im Berger letztens gekauft. Hier dieses HeoSafe Water Connector. Oder HeoSolution, ne? Keine Ahnung. HeoSolution, ja stimmt. Dieses Heo erinnert mich an HeoSafe. Ja, genau. Hier ist der Alpfilter. Den nehmen wir als Vorfilter einfach, dass wir uns keinen Sand und so ins System holen. Und guck mal, hier ist sogar ein Aufkleber davon. Rein zufällig. Ach krass. Neben meinem Füßchen. Ja, lecker. Hm. Also wir sind alle frisch geduscht. Ne? Also Illo hat die blaue Bohr um den Hals. Ja, bloß nicht auf den Boden kommen. Ne? Nee. Blauer Himmel. Die Sonne hat richtig Kraft. 21 Grad steht auf der Uhr. Beziehungsweise hier vorne steht tatsächlich nur 16 Grad. Aber ja, hier seht ihr auch mal wieder den durchschnittlichen Verbrauch, der erhöht sich. Wir machen Kilometer 3406. Ich will euch natürlich noch mal zeigen, wo der Platz genau ist. Also man sieht es hier überhalb von Lyon. Ich drücke mal ganz kurz an. Zack. Ich habe den Atta jetzt nicht gefunden. Also hier oben in Ville. So, genau. Wenn man hier ranscrollt, hier direkt vor diesem See, wo ich dann stand, kann man den finden, kann man sich mal alles durchlesen. Also hinterlasst auch gerne mal Kommentare, einfach wenn ihr hier seid, macht ja Sinn, weil ich lese auch immer Kommentare, aber ganz ehrlich, ich mache hier die Filme, ich schreibe nicht noch Kommentare da rein. Deswegen lasst das mal ruhig eurer Job sein. Die Route ist gestellt, eigentlich hatte ich heute 3 Stunden 30 vor der Brust, aber ich habe es mal runtergenommen, weil wir haben ein bisschen länger gebraucht jetzt bei allen. Ja, lassen heute auch mal ein bisschen ruhiger angehen. Wir wollten ja nur dieses schöne Wetter haben. Und das haben wir, deswegen müssen wir auch nicht so viele Kilometer machen. Wir haben ja Zeit, ne? Ich frage mich gerade, warum der Illo sich hier anstellt, anstatt er irgendwie da vorbeifährt, wo das Tee ist und wo es grün ist. Oder da hinten vorbeifährt, wo es Tee und wo es grün ist. Da ist irgendjemand. Illo sagte Polizei. Ich sehe keine Polizei. Ich sehe wohl, ist das da hinten Polizei? Ist die Frage. Ich halte mal nicht so die Kamera drauf. Ne? Ist ja nicht so gern erwünscht von den guten Freunden und Helfern. Auch Spürhunde und so weiter, aber bei uns hier... Spürhunde? Ja, da vorne ist es auf jeden Fall Zwinger, das sieht aus wie ein Polizeiauto. Oh, da, ja, und, stimmt. Ja, naja. Elo, hol mal deine Ware hier raus. Aber da vorne ist wieder ein Wohnmobil, ich glaube, denen ist jetzt die Karte runtergefallen oder so, jetzt weiß ich nicht. Ich habe mich einfach hinterm Wohnmobil gehalten, aber nee, guck mal, ach, der oben muss er dann wieder greifen, das ist wie in Marokko auf jeden Fall. Und das Gute ist ja bei uns, wir fahren ran. Dann brauchen wir einen kleinen Moment. Kamera weg. Der Polizist hat ein bisschen komisch geguckt, weil wir ja so durchfahren konnten. Wir haben ja das Mautgerät. Damit hat er nicht gerechnet. Ich weiß nicht, was die für komische Stäbe in der Hand hatten. Ich dachte erst, das wäre eine
WAFFE. Ich spreche es mal lieber so aus, nicht, so, dass hier YouTube irgendwie noch Zicken macht, wenn man irgendwie sowas vielleicht ausspricht, aber das war es nicht gewesen. Ja, die Sonne ist herrlich, wie ihr seht. Ich habe einen Top an, es ist schön. Das Navi sagt mittlerweile, ich sage immer das Navi, also das Display vom Wohnmobil sagt 18 Grad. Aber ach, das tut der Seele gut. Deswegen habe ich gerade gesagt, boah, ich muss aus meinem Pulli raus. Ich ziehe mir einen Top an und ja. Der Milo schläft gerade. Aber ich wollte auch noch was sagen hier, unsere gelbe Plakette, die ich ja nicht verklebt habe, kannst du ja vielleicht mal festhalten. Ja. Ich habe in Lyon auf jeden Fall auch gesehen, dass das ist ja die Umweltplakette, die grüne wie bei uns, ist dort halt die gelbe hier fürs Fahrzeug. Und ich habe auf jeden Fall gesehen, dass da Schilder waren, so hier bitte die auf jeden Fall das dabei haben. Ob es jetzt nur zählt, ob man die Stadt verlässt, ich weiß auch von... Auf jeden Fall dieses Berggebiet Grenoble, ich glaube sowas heißt, dieses Gebiet ist so, jetzt wir fahren ja südlich-westlich von uns, also wenn man auf die Karte guckt, Lyon rechts, dann dieses Berggebirge, da braucht man das auch zum Beispiel und ja, ich klebe ja ungern immer was drauf bei uns einfach, deswegen haben wir es dabei, aber ich glaube die Autobahn ist nicht, dass man es dafür braucht, also es ist kein Muss, dieses Ding will ich einfach mal sagen. Ne? Okay, also habe ich jetzt die Kamera gehalten, damit du quatschen kannst, weil ich wollte gerade was sagen und ich habe jetzt kurz den Faden verloren, habe jetzt währenddessen überlegt, was ich eigentlich sagen wollte. Achso, du bist ja aber eh immer die Böse. In der Zeit, ich bin immer die Böse, die den Illo nicht quatschen lässt, aber er hebt ja immer die ganze Zeit die Kamera und kann schon quatschen. Jetzt bin ich dann auch mal an natürlich der Reihe. Klar, genau, auf jeden Fall wollte ich sagen, der Milo, der schläft gerade, weswegen ich hier vorne sitze, ansonsten sitze ich da hinten. Und ja, ich habe was ganz, ganz Schönes bekommen von meiner Oma. Das möchte ich euch mal vorlesen. Ich finde, Omas sind die besten auf der ganzen weiten Welt. Zumindest ist meine Oma das. Aber ich glaube, das können viele von ihren Omas behaupten oder konnten viele von ihren Omas sagen, wie seht ihr das? Omas sind doch die besten. Und zwar, ich lese euch das mal vor. Sie hat da irgendwo einen Text gesehen bei TikTok. Also meine Oma ist moderner unterwegs als wir. Wir sind nämlich nicht bei TikTok. Ich hab kein TikTok mehr. Und sie hat mir da einen Teil geschickt. Da steht drauf, an meine wunderschöne Enkelin. Vergiss niemals, dass der Bund zwischen einer Oma und einer Enkelin keine Distanz kennt. Meine Liebe wird dir folgen, wo auch immer du hingehst, egal wie du bist und egal wie weit du reist. Du bist nicht weniger als ein Segen. In meinen Augen und in meinem Herzen wirst du immer ein großartiges Kind bleiben. Für immer in Liebe. Ist das nicht süß? Ja, das ist süß, aber jetzt möchte ich einmal kurz einschreiten. Ja. Du hattest was in Marokko bei diesem Affenpark in die Fahne für sie gekauft. Ja. Das haben wir jetzt mitgenommen. Das wolltest du noch zu ihr schicken, weil du es nicht gepackt hast. Aber ich wusste nicht, wo es war. Haben wir das jetzt dabei, oder was? Ich weiß es nicht. Aber meine Oma hat es ja mitgekriegt, dass es süß ist. Aber trotzdem, Leute, wie süß ist das, ja, als ja. ich das gelesen habe. Ich muss wirklich sagen, meine Oma ist die allerbeste, die es gibt. Das ist für mich aus meiner Familie die wichtigste Person. Und ja, meine Oma ist einfach eine coole Sau, eine coole Socke. Die hat immer einen Spruch auf Lager, die ist immer lustig drauf. Und ich muss sie jetzt gleich an dieser Stelle auch einfach mal anrufen. Die weiß nämlich noch gar nicht, dass wir hier in Frankreich sind. Ihr seid mehr informiert als meine Oma, beziehungsweise meine Oma sieht auch alles durch die Videos, die guckt sich wirklich alles immer fleißig an und genau. Also alle Aufbau-Hits von uns, die lange Durststrecke. Alles guckt sie sich an und einfach mal ein Küsschen hier an dieser Stelle an meine Oma wollte ich mal senden. Was der Elo gerade sagte, wir haben gar nicht über das Essen gesprochen. Also das Essen war wirklich sehr lecker. Ich fand es gut. Der Mian war nicht so begeistert, aber der ist momentan so ein bisschen, was Essen angeht, ist der, finde ich, sowieso ein bisschen schwierig. Süßigkeiten probiert er alles. Da ist nicht Bäh oder sowas. Ja. Aber normales Essen, das sieht schon irgendwie komisch aus. Dann sagt er, Bäh, mag ich nicht. Also er will eigentlich nur Brokkoli, Kartoffeln und Linsen essen. Und Nudeln und rote mit Soße. Mit Ketchup. Und Ketchup geht auch klar. Tofu mag er auch und Senf. Also er isst auch Brot mit Senf. Naja, wir werden schon wieder vom LKW überholt. Ja. Aber wir können nicht schneller fahren, weil der vor uns auch nicht schneller fährt. Naja, ich will ja auch nicht den Elefantenrennen hier gewinnen, ganz ehrlich. Ich bin hier mit 89. Wie hat dir denn das Essen geschmeckt? Na, ich bin doch überzeugt. Vor allen Dingen, jetzt hat man das Teil, ich muss mir ja eh schön reden, muss ich mal so einfach sagen. Das Geld nein, ist aber weg. Jetzt ehrlicherweise? Nein, das war gut. Ich glaube auch wirklich, dass wir dadurch, wir sind halt immer so am Fahren oder machen mit den Kindern. So einmal am Tag ist bei uns eigentlich immer so,
So, oh, wo sind, weißt du, ne, so, man, ja, kommt ja gar aber, nicht vorwärts. Aber kennt so. Ihr das vielleicht einfach, man ja. weiß nicht, was man kochen soll. Ja, ja. So dieses, ach, man hat so seinen Standardfutter, sag ich jetzt mal. Und dass es mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt. Ich habe heute auch ein gutes Essen, würde ich sagen, habe ich mir mal gerade ein Rezept rausgesucht. Das kann ich euch mal drüber sprechen. Da braucht man aber auch für die Pfanne. Auch die Pfanne dafür. Die Pfanne braucht man auch. Warte mal, ich guck mal. Ich fand das Teil aber echt schwer zu reinigen, fand ich jetzt mal, wenn ich mir mal ablästern darf. Ich bin ja immer noch halb dagegen. Und zwar habe ich hier rausgesucht, Tofu-Gemüse-Bowl mit Couscous. Oh. Da kommt Chinakohl mit rein, Zucchini, Paprika, Räuchertofu, Champignons, Couscous, Sojasauce, Limettensaft und sowas. Also das sieht für mich irgendwie sehr, sehr lecker aus. Ich zeige es euch mal. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interessant. Das Gute ist ja, die ganzen Gerichte, die man hier hat oder die man ja hier finden kann, die kann ja jeder, kann sich die raussuchen. Da hat man dann bloß nicht die Anleitung, wenn man da nicht dieses die Cookie-Doo hat. Aber selbst, da fällt mir gerade ein, man könnte ja theoretisch die Cookie-Doo sich auch downloaden. Einfach ordern. Das kostet ja 6 Wochen ist das jetzt oder 4 Wochen ist das für uns kostenlos. Danach kostet das, glaube ich, 49,99 im Jahr. Wir haben ja den Thermomix gebraucht geholt. 49? Im Jahr. Das hast du mir nicht gesagt. Ja, so ist das halt. So versucht die Frau, das Ding an den Mann zu kriegen, indem man es erst verkauft und dann sagt, und dann erzählt, wie es ist. Auf jeden Fall 4 Wochen. Wenn man sich den Thermomix Euro? Neu nee. Holt, dann hat man 6 Monate Probeabo kostenlos. Aber wir haben ihn ja gebraucht geholt und von daher ja. Ja, das irgendwie liebe ich heute. Da habe ich irgendwie Appetit drauf, weil der Elo sagt, er möchte irgendwas mit... du hast gesagt, mit Räuchertofu, Dings machen, mit Räuchertofu ne? machen. Von da habe ich Räuchertofu eingegeben und habe das gesehen. Wir müssen aber dann noch einkaufen. Mal gucken, ob es das wird. Wir werden berichten. Ja, jetzt wollte ich einmal hier helfen. Jetzt kriege ich sie richtig hier. Frau guckt schon komisch. Helfen? Es der Elo? Auf jeden Fall gibt es was anderes zu essen, ne? Der Elo, ja genau, es gibt nicht das geplante Essen. Und der Elo wollte nicht den Mino nehmen und hat gesagt, ich mache das. Ja, ja, ich wollte helfen. Ja, helfen. Und dann wollte er jetzt, ja, jetzt kann ich ja alles rauspulen, was ich in den Thermomix reintun wollte. Also wir haben wieder Strom. Diesen gekauften Salat, der ist ja schon klein. Jetzt muss ich mir die Sachen hier rausfischen, die ich kurz häckseln wollte. Eieiei, jetzt lassen wir die Frau hier in der Küche. Jetzt kann sie das Gerät nicht mehr kontrollieren. Sie weiß nicht mehr, wie sie Stopp macht. Es ist eigentlich ein Albtraum. Von Unerfahrenheit kaum zu übertreffen. Der macht immer weiter. Wir sind noch ganz am Anfang, Leute. Ja. Ganz am Anfang. Oh. Und? Wow. Püriert. Guck mal. Oh, wow. Ach, genau so sollte es ja werden, perfekt. Ne? Ja, siehst du, ist doch gekonnt. Der Mian, der freut sich. Jetzt suchen die beiden gerade hier Tomate und Gurke zum Raspeln. Aber auch da sagt der Vorwerk wahrscheinlich Handarbeit, selber machen. Das Ding ist, es gibt ja den Gemüsesteiler, den haben wir ja nicht. Ach so. Müssen wir auch noch kaufen, oder? Möhren, Rüben, Rettich, machen wir einfach so, obwohl das ziemlich hart, ne? Ja, ja. Machen wir einfach, ja. Einfach auch Möhren. Ja, übernehmen, mach da. Übernehmen und los geht's. Und drehen, bis dahin. Drehen, okay. Jetzt wird's interessant. Ja, ich frage mich gerade, ob man 4 bis 5 Sekunden. Ja, über den Kohl oder die Zwiebeln hauen wir jetzt die Paprika und den Feta-Käse klein. Ja, ich frage mich gerade, ob man das separat einfach zerkleinern kann, dass man das selber einstellt. Ja, also in der nächsten Staffel oder in der nächsten Idee kommt Mops kocht oder kochen mit Mops beim Vorwerk Thermomix.
Ja, ich muss mich hier erstmal. Wir sind alle noch im Training, ne? Also unsere ganze Camperkarriere ist Training, Ausbildung, auch das. Guck mal da. Jetzt geht's. Ja, ah, guck mal, Transporttechnik zu und Vollgas. So, ganz schön am Wackeln, du. Ja, es steht ja auch nicht richtig auf Unterlage, ne? Ja, wir brauchen Morello. Mal gucken. Und? Nee, das muss noch ein bisschen. Ja, das haben wir jetzt auch noch mal klein. Also ich saftfasste ab und zu mal, habe lange nicht mehr Saft gefasst. Und eigentlich, was so dann rauskommt, so sieht das dann aus. Also jetzt, ja, kommt aber mal Leute, vorbei. Ich habe keine Ahnung davon. Also ich habe jetzt festgestellt, wie man das separat bedient, wie man es einstellen kann. Und dann weiß ich, okay, vielleicht nur kurz 2 Sekunden dann Stufe 5 und nicht irgendwie 5 Sekunden Stufe 5. Da muss man sich natürlich erstmal reinarbeiten, ne? Ganz klar. Und ja, wir so werden, doch gut. So wir, werden das schlimm. Wir werden berichten, wie es geschmeckt gut, hat. Gut, dass wir den Salat nicht mit da reingetan haben. Der ist das einzige Gebäude hier. Jetzt ruhig das mal durch. Naja, also aber auf jeden Fall gibt es heute mal in Frankreich gibt's auf jeden Fall Baguettes. Die wollen wir auf jeden Fall getestet haben. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es heißt. Ille und Mops. Und ja, wir werden berichten. Du aber rührst hier mal noch ein bisschen. Oh, Rotkohl. Ganz lecker. Ja, jetzt noch irgendwie würzen auf jeden du Fall. Du darfst gleich gar nichts davon mehr essen. Hey, ich habe Hunger.